Die Ostsiedlung in Sangerhausen, 70 Jahre alt. In ihrem verbliebenen Kern eine kleine grüne Oase. Festwiese und beliebter Bolzplatz zugleich. Die und die jahrzehntealten Bäume drumherum sollen aber bald 6 Einfamilienhäusern weichen. So die Idee von Stadt- und Sangerhäuser Wohnungsbaugesellschaft. Begehrtes Bauland erschließen und teuer verkaufen zum Nachteil der alteingesessenen Anwohner. So sehen die das. Die Lebensqualität ist weg. Das ist alles weg. Man kann uns das ja auch nicht vorstellen, dass hier eine Straße durch soll. Wie soll denn das weitergehen? Also es wäre hart. Ich könnte es nicht verstehen. Ich will es auch noch nicht verstehen. Ich hoffe und appelliere noch an alle vernünftigen Menschen, dass der Sportplatz erhalten bleibt. An diesem Nachmittag will sich der Bauausschuss einen ersten Überblick verschaffen. Der entscheidet nämlich als erster über einen möglichen Bebauungsplan. Selbst der Oberbürgermeister ist gekommen. Den Machern scheint wohl klar, dass das Projekt mit insgesamt 15 neuen Grundstücken nicht klanglos über die Bühne geht. Dementsprechend auch Gegenwind und Unverständnis der Anwohner. Ich spreche jetzt für alle. Es möchte niemand, dass hier auf unserem Sportplatz, der schon seit 70 ja, entsteht, wo die Bergleute noch selber dran gebaut haben, dass dieser für sowas hergegeben wird. Das möchte hier niemand. Insofern diese Fläche uns nicht für die Bebauung zur Verfügung stünde, beziehungsweise, ich muss mich korrigieren, wir bebauen ja nicht selber, wir verkaufen ja nur an die Interessenten, dann sind diese Teile überhaupt nicht verwertbar, weil die Erschließungskosten für die übrigen Flächen viel zu hoch wären. Da sind 3 Spielplätze weg, haben immer gesagt, kommt wieder. Ja. Wo denn? Sie reißen das weg und wo soll es dann hin? Und die Kinder sollen dann dahin, wo Autos stehen? Und deshalb gibt es da verschiedene Varianten und nimmt auch tatsächlich eine Ausweichfläche, die wir mit anbieten wollen. Und das ist dann natürlich so eine Frage des Kompromisses. Ja. 20.700 Hektar ist unsere Stadt groß. Und hier geht es um, ich sag mal, 1.000 Quadratmeter, vielleicht sind 2.000 Quadratmeter. Und ist das jetzt wirklich die einzige Fläche, die wir jetzt hergeben müssen für diese 6 Familienhäuser? Ja, meint die Stadt. Denn sie will junge Familien nicht verlieren, die nach attraktivem Bauland in Sangerhausen suchen. Aber wenn das Einzige, was das Viertel lebenswert macht, diese grüne Lunge nämlich, neuen Häusern weichen muss, was ist dann hier noch attraktiv? Auch wenn das Projekt schon recht konkret ist, das ganze Genehmigungsverfahren beginnt erst jetzt. Bevor der Stadtrat voraussichtlich Anfang kommenden Jahres endgültig grünes Licht gibt oder nicht, bleibt noch viel Zeit zum Einspruch. Dass der wohl zuhauf kommen wird, kann man jetzt schon erkennen beim Andrang an den Unterschriftenlisten gegen die Bebauung.